CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man am Schluss einer Debatte zu Wort kommt, nicht ganz, es kommen ja noch zwei Redner, ist man doch sehr versucht, auf die Argumente der vorherigen Rednerinnen und Redner einzugehen, was ich an der Stelle hier auch mal machen will. Ich glaube, der erste Punkt ist, Frau Kollegin Schmidt, wir hatten ein sehr konstruktives Gespräch über die Punkte, die Sie angesprochen haben. Und ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass wir da zu einer Einigung kommen werden, weil wir viele Dinge auch eigentlich ganz ähnlich sehen. Der zweite Punkt, ich höre dem Kollegen Strengmann-Kuhn immer sehr gerne zu und habe dann jetzt zwei Anmerkungen zu dem, was er gesagt hat. Die erste Anmerkung bezieht sich auf die weiße Ware. Da hat er recht, das ist ein Problem, dass man Waschmaschinen und sonstige Dinge nicht per Zuschuss dann bekommt, sondern über ein Ansparmodell sich dann selbst ansparen muss, was in der Regel vermutlich bei den wenigsten dann auch gelingt. Das hängt aber, lieber Kollege Strengmann-Kuhn, ja doch sehr ursächlich mit einer Gesetzesänderung zusammen, die Rot-Grün im Jahr 2005 zu verantworten hatte, wo das dann eingeführt worden ist. Und da das Sein ja das Bewusstsein bestimmt, wünsche ich mir vielleicht, das gesellschaftliche Bewusstsein, vielen Dank, wünsche ich mir, dass vielleicht die Lernerfolge, die in der Opposition vorhanden sind, vielleicht bei einigen anderen Dingen auch noch etwas stärker ausgeprägt sein mögen. Aber ich glaube, auf einen Punkt sollte man doch noch mal hinweisen, und zwar ist das die Frage der Berechnung der Sätze. Also ich habe schon den Eindruck, wenn ich in die Anlage zu dem Gesetz hineinschaue, dass man sich sehr große Mühe gegeben hat, das methodisch alles sauber abzuleiten. Und mir ist auch völlig klar, dass es dort in der Wissenschaft sehr unterschiedliche Zugänge gibt zu der Frage, wie man das sauber berechnet. Aber ich glaube, und das hat der Kollege ja auch nicht getan, aber ich glaube, eines sollten wir nicht machen. Wir sollten nicht hingehen und denjenigen, die dieses Gesetz vorbereitet haben und mit wissenschaftlicher Expertise eine Berechnung durchgeführt haben, die Wissenschaftlichkeit abstreiten. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ebenso wenig sollten wir hingehen und uns darüber aufregen, dass das Bundesverfassungsgericht, was es ja durchaus getan hat, dem Gesetzgeber einen Ermessensspielraum gegeben hat. Und diesen Ermessensspielraum, den haben wir bei der Formulierung des Gesetzes, das Ministerium, genutzt, nicht den höchstmöglichen Regelbedarf zugrunde gelegt, sondern vernünftige Abschläge dann auch formuliert. Und ich glaube, das ist insgesamt dann etwas herausgekommen, was angemessen und vertretbar ist. Meine Damen und Herren, ich wollte auch noch eine Bemerkung zu Frau Kipping machen, weil mich das auch etwas verwundert hat. Sie sprachen von den 8,5 Millionen Beziehern von indirekt Betroffenen, die über SGB II dann Leistungen beziehen. Nur ist natürlich das große Problem, Frau Kipping, wenn wir, so wie Sie das wollen, den Regelsatz dann deutlich erhöhen, sagen wir mal auf 560 Euro, dann hätten wir nicht 8,5 Millionen, sondern weit über 10 Millionen Bezieher, weil natürlich dann auch andere Anspruch auf diese Leistungen hätten und damit in diese Gruppe von Beziehern hineinfallen. Und dann müssten wir uns von Ihnen anhören, dass durch unsere Politik die Armut in Deutschland steigt. Das finde ich eine ziemlich verrückte Nummer. Also, wir haben es hier mit einer... Wir haben es hier mit einer Ratze, Frau Kipping, ich weiß ja nicht, ob Sie auch das Zuhören mal gelernt haben. Wir haben es hier mit einer Rationalitätenfalle zu tun, die von Ihnen doch sehr populistisch genutzt wird. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Nein, heute würde ich das nicht machen. Ich will einen Gedanken noch aufgreifen, den Jana Schimke formuliert hat. Da geht es um die Frage, ob wir mit den Regelbedarfssätzen Eltern bzw. Familien diskriminieren. Ich glaube, das ist hier der Fall. Und da müssen wir uns auch sehr genau noch drüber unterhalten, weil mit diesem Gesetzentwurf die Regelbedarfsstufe 2 in der Regel für den Einstandswillen, den gegenseitigen, vorgesehen ist. Das ist weniger als die Regelbedarfsstufe 1. Die unabhängige Erwachsene in Anführungsstrichen dann bekommen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das wäre, wenn man es überspitzt formulieren wollte,
Der endgültige Sieg der Kommune über ihr Elternhaus, das halte ich für familienpolitisch falsch und für gesellschaftspolitisch auch hochbedenklich. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben hier einen insgesamt ausgewogenen Gesetzentwurf vorgelegt, was die Berechnungen der Sätze angeht. Wir haben im parlamentarischen Verfahren, wie die Kollegin Schmidt es formuliert hat, noch einiges zu tun. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in der dafür vorgesehenen Zeit schaffen und dass wir zum 1.1. dann die neuen Regelsätze in Kraft treten lassen können. Vielen Dank. Daniela Kolbe hat als nächste Rednerin für die SPD.